Yu-Gi-Oh! Willkommen zu einer neuen Folge Duologie. Thema der heutigen Vorlesung, auch wenn ich es nicht leiden kann, das Hero-Deck, unserer Hero-Stun-Variante. Ich bin so gut vorbereitet, dass ich das Deck noch nicht mal geöffnet habe. Läuft. Erste Karte, Elementarheld Neos, genau gesagt Nada Neos. Jetzt ist es ein normales Monster auf dem Friedhof oder auf dem Feld. Ist nicht so wirklich relevant, dieser Punkt, weil dafür ist keine Synergie im Deck, außer wenn der Gegner Justizerbrechen spielen sollte. Warum auch immer. Außerdem kann man ihn während des eigenen Zuges erneut normal beschwören, um ihn zu Elementarheld Neos werden lassen. Das ist ebenfalls irrelevant. Relevant ist, dass er ein Krieger, Elementarheld des Typs Licht, der Eigenschaft Licht ist und von denen hat er auch am meisten Angriffspunkte. Man hätte auch Voltig spielen können, aber den value-technisch rauszukriegen, da sind die Angriffspunkte doch besser. Ihr habt dann Raio. Wir spielen Stun-Variante, deswegen Raio blockt halt und geht Nekroz gut auf den Senkel. Goblinberg, einfach nur um Shadow Mist Spezial zu beschwören. Ja, nur einer, weil man kann ihn ja mit Reinforcement raussuchen. Blazeman sucht die Polymerisation und kann außerdem den Helden millen, um dann bis zur Endphase seine Eigenschaft anzunehmen. Sehr beliebte Combo ist dann Shadow Mist millen, mit Shadow Mist was anderes raussuchen und dann den Mask Change auf den Blazeman draufzuhauen, weil er ja dann Finsternis ist. Oder Bubbleman wegschmeißen, um auf Absolute Zero zu gehen, gibt es zig Varianten. Ja. So, Elementarheld Schattennebel. Kann spezial beschworen, wird, sorry, wenn er spezial beschworen wird, eine Wechselschnellzauberkarte aus dem Deck auf die Hand nehmen. Landet er auf dem Friedhof in einem anderen Zug, kann man einen Helden raussuchen. Außer Schattennebel. Ja, also im Prinzip der moderne Stratos. Warum auch immer der verboten ist. Dann Summoner Monk. Man kann eine Zauberkarte abschmeißen, um was aus dem Deck zu specialen, zum Beispiel einen Shadow Mist. Bubble Man kann von der Hand gespecialt werden, wenn er die einzige Karte da ist. Der Effekt tritt jetzt nicht so häufig auf. Wenn man das macht und man dann ein leeres Blatt hat und er die einzige Karte im Feld, kann man zwei Karten ziehen. Das passiert noch seltener. Primär ist er ein Wassermonster. Ja. Ein Held lebt ist wieder dazu da, um einen Helden aus dem Deck zu specialen, allen voran Shadow Mist. Raigeki, weil Raigeki-Fusion, naja, die normale Fusion halt zum Fusionsbeschwören. Die fusioniert, sonst kann die nichts, deswegen gibt's auch nichts zu sagen. Ja, Reinforcement, um halt alle Krieger hier im Deck herauszusuchen. Ja. MRT, weil MRT. Ja, und Book of Mundito. Maskenwechsel. Tauscht einen Helden auf dem Feld gegen einen maskierten Helden aus dem Extra-Deck derselben Eigenschaft. Alles andere ist irrelevant. Als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Es muss nicht die Grundeigenschaft sein, außer er lag verdeckt, weil da kann man nicht beeinflussen. Es geht auch, wenn die Eigenschaft irgendwie verändert wurde. Zum Beispiel bei Blazeman. Dann Gestaltwechsel. Man wählt ein Held-Fusionsmonster, was man kontrolliert, mischt es zurück ins Extra-Deck, beschwört ein maskierter Held-Monster mit derselben Stufe wie die Grundstufe des Monsters, aber einem anderen Namen als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Dieses Mal ist die Eigenschaft irrelevant. Genau. Maskenwechsel 2 ist eigentlich wie Maskenwechsel, nur dass man dafür eine Karte wegschmeißen muss und das weggelegte Viech kein Held sein muss. Damit kann man zum Beispiel den Summoner-Monk nochmal verwerten. Und den Raio. Ah stimmt, Raio geht auch. Dann Mindcrush, um halt Suchkarten vom Gegner abzuschmeißen. Gesuchte Karten vom Gegner abzuschmeißen, so herum. Spiegelkraft zum Kampf abwehren, weil ist ein Stun-Deck, da kannst du was schon reintun. Ja, Vanity, weil Vanity OP. Fiendish, immer noch, weil es dann. Ja, und mit Call kann man halt einen Shadow Mist vom Friedhof holen und damit wieder den Mask Change raussuchen. Warnung, negiert Spezialbeschwörungen. Hier sind nur zwei der vier Staples drin, ganz einfach deswegen, weil das ein Meta-Deck ist und Zwangs-Eva in der aktuellen Meta nicht das stärkste ist, auch wenn es außerhalb des Metas natürlich die stärkste der vier Staples ist. Bottomless, ebenfalls nicht so wirklich wertvoll. Man kann tatsächlich mit den Fiendish und den restlichen Stun-Fallen mehr anfangen. In diesem Deck. Ja. Wir reden zwar in den Deckbewertungen immer von wegen, Staples müssen rein und bla bla bla. Aber das Meta ändert sich. Richtig. In den Meta-Decks gelten solche Regeln nicht. Meta-Decks sind da ein bisschen eigen. Egal. Extra-Deck. Erste Karte da ist maskierter Held Dian. Erdelmonster. Womit Goblinberg auch verwendbar wird. Ups.
Okay, dann kann man doch alle benutzen. Okay. Muss mit Maskenwechsel beschworen werden. Und kann, wenn er ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, einen Helden, ich spiele 4 oder niedriger, aus dem Deck specialen, wahlweise Shadow Mist. Dann Anki, wenn er ein Monster durch Kampf zerstört, dann kann man sich eine Wechselschnellzauberkarte raussuchen. Oder einen Sternänderer. Warum auch immer man das so tun sollte. Und er kann den Gegner auch direkt angreifen, aber dann wird der Kampfschaden halbiert. Maskierter Held, göttlicher Wind. Wieder kann nur mit Maskenwechsel beschworen werden, kann während jeder Battle... der Gegner, nicht er selbst, der Gegner kann während jeder Battlephase nur mit einem Monster angreifen und wenn er durch ein Monster des Gegners im Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kann man eine Karte ziehen. Nein, wenn er ein Monster zerstört. Also nochmal. Der Gegner kann nur einmal angreifen und wenn er bei Angriff was zerstört, zieht man eine Karte. Also der neue Nova-Meister. Dann Acid. Wenn der kommt, macht die ganze Backrow vom Gegner einen Abgang. Also im Prinzip ein Harpy Feather Duster. Und alle Monster, die der Gegner kontrolliert, verlieren 300 Attack. Absolute Zero oder absoluter Nullpunkt. Wenn er das Feld irgendwie verlässt, Achtung, zu Isis Material werden, lässt ihn das Feld nicht verlassen. Und wenn er als Isis Material abgehängt wird, war er nicht auf dem Feld, als er es verlassen hat. Also sowas wie 101 kontert ihn. Aber 101 ist aber tatsächlich die einzige Karte, die ihn auf diese Art loswerden kann. / C101. Ja, und Infinity natürlich. Und Vampirverführerin. Nee, das wird er zu einer Ausrüstungskarte. Aber er bleibt auf dem Feld. Ja, aber dann wird, aber dann ist immer noch die Nuke aktiv. Ja, ja. Wenn er dann das Feld verlässt, meinst du? Ja, ja, das geht dann schon noch. Das geht bei 101 nämlich auch nicht. Jedenfalls, wenn er irgendwie das Feld verlässt, außer diesen wenigen Ausnahmen. Okay, wenn er das Feld verlässt und vorher offen auf dem Feld lag, dann stimmt's auf jeden Fall. Ja. Legt er... Nee, Quatsch, wenn er mit Book of Moon verdeckt lag, gilt's auch. Wenn er als Karte auf dem Feld lag, so. Genau, und dann, das, und dann das Feld irgendwie verlässt, zerstört er alle Karten des Gegners und kriegt doch 500 Attack für jedes an. Alle Monster. Und kriegt doch 500 Attack für jedes Wassermonster auf dem Feld, außer ihm selbst. Ja, dann Koga. Der kriegt erstmal 500 Attack für jedes Monster, das der Gegner kontrolliert. Und einmal pro Zug kann man einen Helden vom Friedhof verbannen und ein offenes Monster vom Gegner wählen. Das gewählte Ziel verliert dann Attack in Höhe der Attack des Monsters, das verbannt wurde. Ist ein Schnelleffekt. Ist ein Schnelleffekt. So. Askilte hält dunkles Gesetz. Das Gesetz gegen das man dringend Verfassungsbeschwerde einreichen würde, müsste ich jetzt sagen, wenn ich es nicht schon getan hätte. Wobei das irgendwie beim BGH schon dem Bundesverfassungsrichter landet zu sein scheint. Na egal. Solange er auf dem Feld ist, werden alle Karten des Gegners, die auf den Friedhof landen, stattdessen verbannt. Effekte wie Lege auf den Friedhof funktionieren dann überhaupt nicht mehr. Außerdem, jedes Mal, wenn der Gegner sich was raussucht, außer während der Draw-Phase, kann man eine zufällige Karte aus der gegnerischen Hand verbannen. Dann, Wandelstern, Ritter, Sternzeichen, Kundler, Diamant. Ja, der Name ist immer noch saudämlich. Deswegen sage ich lieber Constellar Knight. Geht kürzer. Klammer auf, Constellare sind auch keine Wandelsterne, Konami. Ja, die lernen's nie. Also, Constellar Knight Diamond. Kann während der Mindphase 2 als Exis beschworen werden, indem man ein Constellar Monster, das man. Doch, Constellar. Ja, nee. Constellar. Nee. Stellar. Nee. Ein Stellar Knight. Teller. Ein Teller Knight Monster, so. Ein Teller Knight Sternritter! Sternritter Monster, Exis Monster, das man kontrolliert als Exis Material verwendet. Außer Diamant selber, was gar nicht geht, weil wir nur einen Diamant im Deck haben. Solange Diamond Exis-Material hat, kann kein Spieler Karten vom Deck auf den Friedhof legen und alle Karten, die vom Friedhof auf die Hand zurückkehren würden, werden stattdessen verbannt. Und er kann einmal pro Zug ein Exis-Material abhängen, um einen Finsternis-Effekt des Gegners zu aktivieren. Also ein Monster-Effekt von einem Monster vom Typ Finsternis, egal wo der aktiviert wurde. Ja, Castle, Exzi, einmal Field Nuke, einmal Hard Removal. Ja, dann der Dweller. Um halt Friedhofseffekte zu annullieren. Und der Ptolemäus, der nicht so toll ist, weil dieses Deck hier im TCG eingesetzt werden soll. Sein einziger Zweck ist es, da zu sein, um halt dann aufgewertet zu werden.
Ja. Dann Side Deck. Ist mal so grob zusammengewürfelt. Da haben wir einmal dreimal Maxi. Um halt Burning Abyss und so auszukontern. Weil wir können kein Shadow Imprisoning reinziden. Deswegen hilft Maxi da ganz gut. Gedankenkontrolle, wenn der Gegner Helden spielt, ist natürlich richtig geil. Und ansonsten halt, wenn er irgendwas spielt, was mit dem Maskenwechsel 2 synergiert. Ja, oder eben ihm wegfusioniert werden kann. Also zum Beispiel Wassermonster spielt, was in der heutigen Meta durchaus mal vorkommt, dass der Gegner Wassermonster spielt. Klammer auf für die, die es nicht wussten, Necrozmonster sind Wassermonster. Also halt alles, was irgendwie mit den ganzen Maskenwechsel-Fusionsscheiß synergiert. Ja, das ist auch der Grund, warum wir uns hier entschieden haben, die Polymerisation zu spielen, einfach weil man dann die Gedankenkontrolle, slash eventuell sogar noch einen Enemy-Controller, das überlegen wir noch, gegen Necrots reinziden kann und dann einfach einen richtig schönen Removal hat. Klar, man könnte auch die Wunderfusion, aber die kann man halt nicht raussuchen. Ja, Wunderfusion ist so eine doofe Top-Deck-Karte. Und Top-Deck-Karten sind doof. Wann muss man Top-Decken? Kann man nicht raussuchen. Ja, wir würden hier selbstverständlich sofort die Superpolymerisation spielen, wenn das geile Ding denn noch erlaubt wäre. Danke, Shadow. Ja, okay, aber sagen wir mal ehrlich, die Karte war Bock-OP. Ja, ich meine, du kannst nichts drauf anketten. Und sie targetet nicht. Das heißt, Richtig. Trischula kannst du auch vergessen. Ja gut, den kannst du sowieso vergessen, aber du kannst dich drauf Weil du kannst nichts anketten. anketten. Ja. Safe Zone kannst du vergessen. Safe Safe Zone, Zone ja. kannst du. Ja. Ja, dann, Darkhold. Extra Das Field ist Nuke. ja, das ist so ein Test. Also wir wollen mal ausprobieren, wie gut das funktioniert, ob man das Darkhold noch braucht, um Boards zu clearen. Ansonsten eben der Enemy Controller wäre ansonsten eine Alternative. Weil theoretisch haben wir noch Absolute Zero. Ja, genau. Dann der dritte MST. Klar. Defusion gegen Shadow. Und Mirror Matches. Und Mirror Matches. Der dritte Mindcrush gegen Necrots. Feenwind gegen alle Clifford. möglichen Pendelthemen, wie zum Beispiel, und natürlich explizit Clifford natürlich auch. Gegen Yuuzhan auch ganz nett manchmal. Firefist natürlich, wenn man das mal sehen sollte. Ja, halt alles, was übertrieben viele Floodgates spielt und eben hauptsächlich aber Clifford. Ja, ihr seht, hier ist kein einziges drin. Ja, und dann halt noch der Light Imprisoning gegen so was Nerviges wie Teller Light Knights Sworn. oder Night Sworn. Alles, was halt irgendwie mit nervigen Lichteffekten rumspielt. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt gerade noch irgendein wichtiges Thema vergessen und komme nicht drauf. Ich würde sagen, Dingens hier, wie hießen die? Constella, aber Nee. die sind nicht mehr so wirklich drin, ne? Nee. Fusion kann ich auch nicht gemeint haben. Nee, weil das ist auch nicht mehr in der Meta. Nee. Nee, dann habe ich wohl echt nur. Dann ist es wohl echt nur Teller Knights. Oder ich habe jetzt irgendwie was vergessen. Höchstens halt noch Lightsworn. Das ist ja auch nicht Meta. Nee, aber spielen wir's. Egal. Egal. Noble Knight. Das spielt ja auch keiner. Stimmt auch wieder. Wenn's euch einfällt in die Comments. Ja. Das Meta hat ja. Die Meta besteht ja im Moment aus nicht so vielen Decks, um genau zu sagen, eigentlich. Fünf. Nee, wo ist das fünfte? Teller Knights sind eigentlich raus, Okay, schon dann mehr oder vier. weniger. Okay, dann vier. Wenn man sich die aktuell, also ich gucke mir ja teilweise Ergebnislisten, also ich meine, klar, wenn man sich Locals und Regionals anguckt, da toppt Teller Knights natürlich schon noch oft genug, aber wenn Global man sich betrachtet. global betrachtet, ist eigentlich Necrots und im Moment ist der stärkste Gegner, nachdem Shellol und Clifford jetzt wieder schon zurückgegangen ist, ist der stärkste Gegner im Moment Burning Abyss. Und damit hat es sich dann. Also im Moment ist es Necrots Burning Abyss und das kann sich aber wöchentlich ändern. Also vor 2 Wochen hat noch Clifford richtig viel getoppt und dann kam halt Burning Abyss wieder zurück aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, was die jetzt verändert haben oder Ich glaube, da keine kam Ahnung. irgendwas ins TCG. Nö. Echt nicht? Überhaupt nicht. Es ist einfach nur von einer Woche auf die andere hat einfach oder war einfach Clifford weg und Burning Abyss da. Okay. Aufgrund von Gründen. Okay, damit wird dann die heutige Vorlesung beendet. Wie immer, natürlich noch fordern, einen Daumen nach oben zu geben. Ups, Deck wünscht die Comments. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja.